Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Wir befinden uns heute in der Vulkaneifel und wir gehen den Gerolsteiner Keltenpfad. Der Weg ist 8,6 Kilometer lang und führt uns über 273 Höhenmeter. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie die Strecke so ist, dann bleibt dran. Wir sind jetzt auf der Mitte des Weges und deswegen wieder Zeit für unser Zwischenfazit. Ja, wir haben den Aufstieg jetzt mittlerweile geschafft. Jetzt geht es ab hier an nur noch schön bergab. Und was wir bis jetzt sagen können ist, es gibt hier ein paar wirklich schöne Waldpassagen über halbwegs schmale Wege. Und es eröffnen sich dem Wanderer schöne Fernsichten. Teils also von schönen Aussichtsplattformen, aber auch manchmal einfach so am Waldesrand kann man schön in die Ferne blicken. Ja, und überhaupt hier das Tal hier rund um Gerolstein mit seinen ganzen Felsen, also ist also wirklich auch immer ein Ausblick wert.
zum Fazit. Typisch für diese Wanderung sind die schmalen und breiten Wege, die überwiegend durch Wald führen und sehr schöne Panorama-Aussichten haben und auch immer sehr schöne Wegpunkte bieten. Als Tipp würden wir euch geben, den zweiten Teil der Dolomiten-Acht noch an diese Tour dran zu hängen. Das ist der Geroldsteiner Felsenpfad. Da kommt ihr insgesamt auf eine schöne Tagestour von 15 Kilometern. Ja, nicht so gut gefallen hat uns der zweite Streckenabschnitt von der Wegführung her. Da gab es halt sehr viele breite Wege, die nicht so abwechslungsreich waren. Dafür sehr gut gefallen haben uns die ständigen Ausblicke, die man während der Tour hat, vor allem den Blick von der Dietzenlei. Aber auch zum Beispiel die Büschkapelle fanden wir sehr schön und natürlich den Tourenabschluss hier auf der Löwenburg. Wir geben der Tour daher abschließend 7 von 10 Punkten. Und wie immer nicht vergessen, Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren.